Eins meiner letzten Videos war das Video, wo ich mein Büro neu eingerichtet habe, beziehungsweise ich habe Pflanzen gekauft und das hier gemacht. Eine Sache, die ich dabei nicht angesprochen habe, wo mich aber ein paar Leute danach gefragt haben, ist dieser. Oh, Moment. Dieser Schreibtisch. Den habe ich von der Wohnsektion bekommen, die tatsächlich hier alles im Büro eingerichtet haben. Also auch alles, was hier so an den Wänden ist, was hinten da im Bürobereich ist und das hier und das da. Und halt eben auch dieser wunderschöne Schreibtisch. Falls ihr euch wundert, warum ich dazu kein Video gemacht habe, wundert euch nicht. Es kommt nämlich eins online bei der Wohnsektion. Das habe ich euch auf jeden Fall unten verlinkt. Klickt da auf jeden Fall mal rein. Wow. War, glaube ich, gar nicht da dem Tag. Also ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken und gucken, was die hier veranstaltet haben. Und außerdem habe ich euch auch nochmal einen ähnlichen Schreibtisch in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr auch mal reinschauen, falls ihr gerade auf der Suche nach einem sehr hochwertigen und sehr individuellen Schreibtisch seid. Das war's. Oh nein. Ja? Ich habe ein paar Fragen. Ah ja. Ich habe nicht die Fragen, sondern so eine Gruppe von Teenagern hatte die Fragen. Mhm. Die sind gerade in so einer, glaube ich, in so einem Alter, wo man also sexuell sehr großes Interesse entwickelt. Hat man das nicht vorher? Nicht wir. Ach so, die. Die. Ah. Die Fragen gestellt ja, haben. Ja, ich wollte schon wir. Sagen. Wollte schon sagen. Wir hä? Sind da schon raus. Nee, nee, wir sind schon vollkommen drin. Alt. Ja, du vielleicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall viel, also. Scheiße dabei ist. Nein, ich kann mir vorstellen, dass die sehr sex-driven sind, diese Fragen. Mensch, sowas. Müssen wir mal gucken, was wir daraus machen, ne, lieber Teenager? Gucken wir mal lieber hier. Was würdet ihr tun, wenn der andere stirbt? Derben. Also ein Trauerderb, so. Eine Beerdigung, also organisieren. Also. Und ja. Eine Menge weinen. Also sehr traurig sein. Ja, safe. Also ja. Ja, weiß ich nicht. Erst wolltest du dabben. Ja, aber Trauer, ein Trauerderb, so. Ja, aber gut, dass wir uns darüber keine Gedanken machen müssen, weil es nicht passiert. Nächste Frage. Boah. Jesus, Lord. Das war fünfmal auf Hause, glaube ich. Ja, 20 Mal am besten. Okay. Wann wusstet ihr, dass euch auch. Wann wusstet ihr, dass aus euch etwas wird? Weiß ich heute noch nicht. Keine Ahnung. Eine Beziehung ist doch aus uns geworden. Ja, stimmt. Das ja, ist uns darum ach, darum geht es. Ich dachte jetzt rein perspektivisch, beruflich. Ja, na, am ersten Mal. Bang. Wirklich? Weil du hast mich doch sofort zu deinen Eltern mitgenommen. Ja. Aber auch ein bisschen, weil du es vergessen hast, dass dein Bruder Geburtstag hatte. Sorry. Mach mal jetzt nicht den hier. Kannst du auch. Kannst du mir eine Frage stellen? Also, pass auf, jetzt kommen die Teenager-Fragen. Okay. Was möchte ich am liebsten beim Vorspielen? Mit einem Hot Wheels Auto durch das Rücken runterfahren. Deshalb tätowiert sie sich auch eine Carrera-Bahn. Und ich mag sehr gerne, wenn sie Sonnenbrand hat, sie mit Quark einreihen. Was magst du so am liebsten? Ich mag deine Glatze streicheln. Ich mag deine Glatze streicheln. Du Arschloch. Das ist deine Stirn. Ich mag deinen Arschloch streicheln. Ach so, ja. Okay, pass auf. Analsex, oh hey oder wrong way? Das weißt du warum, oh hey? Warum? Wegen meinem Tattoo. Diese Teenager. Ach so. Die sind so smart. Meinst du deshalb? Wissen die, dass ganz du was hast? Ja. How do people, woher? Ich hab ein Video darüber gemacht, Bro. Ich hab meine Vagina tätowiert und bin Susie Grime. Also kann man. Lest ihr Jovi Lemons? Weißt du, was Lemons sind? Fanfictions? Mhm. Aber juicy. Weil die sauer sind? Die sind ganz sauer. Oh. Stimme gerade nur. So. Also ich finde das, ich kann das nicht lesen. Ich muss keine Ahnung, cringen. Sind das so Sexsachen drin? Alter, da sind Sexsachen. Ist das drin. Eklig, ja, hör mal Problem auf damit. Ist, das Problem ist, erstmal, weil du liest das und du denkst, es geht um mich und dann denkst du, okay, Leute stellen sich daran vor, wie ich das und das mache. Und das passiert in den Leuten, also die Leute, also das ist ja auch was von, also was in deren Kopf, also das ist so viele. Wie so viele, nein, tun wir nicht. Nein, tun wir nicht. Findet ihr es unangenehm, wenn Teenager sich in euer Sexleben einmischen? Ja, tun sie ja nicht. Doch, tun sie schon. Ey, ganz ehrlich, also nicht, dass wir es mitbekommen, aber. Ja, aber die kriegen es ja nicht mit. Also die können ja in ihrem Kopf fantasieren, was sie wollen, aber letztendlich, ganz ehrlich, kann das auch, glaube ich, bei den Nachbarn nebenan passieren. Dass wir, ja, das wir sagen auch immer, Situation. Oh, wir haben unser Nachbar Sex. So. Das ist ja nichts, was mich irgendwie betrifft. Und ich denke auch nicht abends so, aber was denkt eigentlich gerade der 14-jährige Manuel oder die 16-jährige Elisa über meinen Pimmel? So, das, und hat mir auch noch nie jemand gefragt, hey, wie geht's deinem Pimmel? Von daher. Echt nicht? Nee, also außer du. Ja. Also es hat nicht so ein Porn-Vibe, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, es ist nicht so, dass ich denke, dass die Leute so pornomäßig Sachen vorstellen und das dann cool finden. Aber irgendwie ist es, also es ist eine andere weißt, Generation. Weißt du, was mich interessieren würde? Ganz merkwürdig, ja. Für wie viel Euro könnten wir so ein Sextape an so einer Pornoseite verkaufen? Wie viel Euro würden die uns geben? Meinst du über 1 Million? Shit. Nee. Dann lohnt sich nicht. Nächste Frage. Was ist die erogenste Zone des anderen? Augenlid, Achtung.
Ah. Bei Jolly darf ich das nicht sagen, das ist eine echt seltsame Stelle. Das ist, Achtung, ich muss kurz in ihr Ohr. Nein, nicht in mein Ohr, das ist zwar sauber gemacht worden. Ich bin hinten am Stamm hören, das Sprachzentrum, wenn ich das kitzel. Vertraut ihr euch eure sexuellen Träume und Fantasien an? Sonst würde das ja, glaube ich, nicht von... Funktionieren heißt das. Funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Dann wird es auch nicht funktionieren. Ja, schon. Also wenn ich jetzt sage, Jody, zieh dir ein Bärenkostüm an und werf mich mit Torten ab und sing dabei ein Clownslied. Oh, das wird schwer, weil ich kenne kein Clownslied. Dann musst du dir jetzt und suchen. Muss ich die Torte selber backen oder kann ich die kaufen? Du musst die alle selber machen. Alle? Mehrere? Alle. Ja. Wie viele? Unser 900. Unser Umf ist klein, da passt nur eine rein. Deshalb musst du 900 mal backen. Keine Ahnung, wie sind wir abgedriftet? Ja, man redet darüber, keine Ahnung. Gab es denn einen Moment, in dem ihr kurz davor wart, die Beziehung zu beenden? Jetzt wird's juicy. Es gibt natürlich immer wieder Hoch- und Tiefphasen und wir hatten auch schon mal Streit. Wir haben uns schon mal, Kinder, wir müssen euch sagen, Mama und Papa haben sich schon mal gestritten. Ja, gehört auch dazu. Bis jetzt, wo wir darüber geredet haben, ob wir die Beziehung beenden, war es beides so ein ganz absurder Gedanke. Ja, so sobald man es ausgesprochen hat, war es so, was? Und jetzt? So, also ich wollte wieder zusammen sein. Einmal die Beziehung beenden, muss ich ganz ehrlich sagen, Jagen. Weil Joey tatsächlich in meinem Auto richtig ekelhaft gefurzt hat. Was passiert denn nicht? Hast du inzwischen einmal ein Furz? Nein, noch nie. Es geht... Das ist unmöglich, Mann! Das kann doch nicht sein! Was ist mit deinem Darm? Lass mal gucken! Gibt es Themen, mit denen ihr über den anderen sehr ungern oder gar nicht redet, gar nicht reden könnt? Ja, mir fällt direkt was ein, weil oftmals, es gibt so ein paar politische Diskussionen, die wir schon geführt haben. Ich bin halt ein sehr faktischer Mensch. Du magst es nicht, wie ich rede, und ich mag es nicht, wie du redest. Gerade bei politischen Themen, genau. Also gerade in Diskussionen wird das immer ein bisschen schwierig. Wir haben eigentlich das gleiche Mindset, aber kommt trotzdem nicht auf einen Nenner, was super dumm ist. Ja, voll stupid. Also Jody ist halt mega der Nazi und ich gar nicht. Das ist, was du nicht sagst heute alles. Ja, ne? Das ist aber auch alles ironisch. Ironisch? Streitet ihr oft wegen sinnlosen Dingen? Hell no. Doch. Wenn wir uns streiten, streiten wir immer wegen Sinn. Ja, stimmt eigentlich. Aber wir streiten uns nicht oft. Also wenn wir uns streiten, dann sehr selten. Wenn dann nur, weil du gerade einen schlechten Tag hast oder ich gerade einen schlechten Tag habe. Oder wir beide einen schlechten Tag haben. Das ist am schlimmsten. Und wir uns einfach wegen irgendwas einfach so ankeifen. Hatte Regi schon mal einen Asthma-Anfall beim Sex? Nein. Nein. Ich bin schon oft währenddessen gestorben, aber wieder auferstanden. Oh, ja. Bin ich so gut im Bett, dass ich dich töte und wieder auferstehen lasse? Nee, ich selber. Ja, auch das ist also eine gute Vorlage. Wenn ihr länger ohne den anderen weg seid, telefoniert ihr abends oder machen ein paar Tage ohne den anderen nichts aus? Und wir sind gar nicht diese Menschen, die so schreiben miteinander. Nee, telefonieren. Egal, wir sind, so. Wenn wir so zwei Wochen auseinander sind, wir schreiben nicht miteinander. Ja, schon einmal, zweimal am Tag. So, nicht so, andere halt schon. Leute machen das so, die schreiben den ganzen Tag. Was machst du denn? Dann sagen die sich, was sie gerade machen. Stimmt. Was machen wir gar nicht. Wir machen aber es kommt von beiden Seiten nicht. Von beiden Seiten. Ja, also das ist einfach so. Das machen wir nicht. Und so telefonieren, wenn man so eine Woche mal weg ist, dann telefonieren wir vielleicht einmal. Das ist auch immer weird. Ich find's richtig merkwürdig. Hallo, was machst du denn? Ja, ich auch. Super, ganz genau. War euch jemals der andere schon einmal fremd? Nicht gegangen, sondern verhalten? Ihr wisst. Pass mal auf. Nö, ja, nö. Doch, nö. Doch. Ja? Doch. Manchmal gibt's so Situationen, in denen du ganz anders bist als sonst und dann bist du so kalt. Und das ist so selten, dass es vielleicht so zweimal vorgekommen ist jetzt. Winter. Wir hatten erst zweimal Winter in Deutschland. Aber es ist auch, wir haben letztens noch darüber gesprochen, in so einer Beziehung, man hat das Gefühl, man ist immer mit demselben Menschen zusammen. Aber der Mensch entwickelt sich ja. Ne? Ist man, in unserer Beziehung war ich schon mit vier verschiedenen Menschen zusammen und die warst alle du und 800. Du. 800. Wenn wir gucken, was du damals cool fandest. In Minecraft. So Minecraft und Longboard fahren und Vapiano essen gehen. Richtig, der einfach gestrickt und dumme Charakter. Ich schwöre, das waren die Dinge, die du gemacht hast damals. Und inzwischen. Na, hast du Glück, so war ich auch. Stimmt. Dann aber also ganz anders. Deine Interessensfelder sind ganz anders. Wir haben uns weiterentwickelt. Alles ist anders. Und deswegen ist man sich immer wieder mal fremd, aber man muss sich immer wieder neu kennenlernen. Boah, war das lang. Ich habe so viel geredet. Oida. Hattet ihr mal einen Sexunfall? Wie sieht das aus? Also wenn ich mit dem Auto oder jetzt, verstehe ich jetzt nicht, mit dem Fahrrad auf Jordi nackt zufahre und hinfahre? Wenn man vielleicht so runterfällt vom Bett oder so. Nee, ist noch nicht passiert, oder? Einmal hat Jordi mich für
6 Wochen an die Decke gerannt. Dann habt ihr nicht mehr runterbekommen. Doch, aber dann ist er nämlich runtergefallen. Das war der Unfall. Ja. Du musst eigentlich noch länger bleiben. Genau, ich wollte eigentlich da oben, das war so eine Hängematte, war ganz spannend. Ja. Okay, cool. Was ist eure größte gemeinsame Stärke? Was uns gemeinsam formt, ist auf jeden Fall Jodys Empathie mit meiner Rationalität, glaube ich. Jody ist ein sehr emotionaler Mensch tatsächlich und ich bin eher ein rationaler Mensch. Und das macht uns, wenn wir jetzt ein Kind bekommen, zum perfekten Menschen, glaube ich. Das ist sehr schön ausgedrückt. Was hat das mit dem Kind zu tun? Wenn wir jetzt ein Kind machen, das macht Hälfte, Eltern, Hälfte. Meinst du? Nee, Hälfte, Hälfte. Ach so. Dann wäre es super. Boah, stell dir vor, aber andersrum ist das. Deine Empathie und meine... Ja, dann wäre das Kind kompletter Müll. Scheiße. Nee, mit meiner... Also, mit meiner Empathie kann man gar nichts anfangen. Oh mein Gott, weißt du, dass da so viele komische Kombinationen rauskommen können, wenn wir ein Kind kriegen? Ja, lass mal nicht machen, einfach. Bist du irgendwie in der Öffentlichkeit, halte die Händchen. Ja, schon, also schon zwischendurch so. Küssen waren wir noch nie so der Mensch, der das viel so in der Öffentlichkeit gemacht hat, oder? Dafür zu Hause komplett Kussparty, überall Schweigespuren. Jody, warst du sauer, als Revi dir beim Charity-Stream 2017 einen Kuss auf die Wange gegeben hat, obwohl du vorher gesagt hast, dass du es nicht wolltest? Woran erinnert ihr euch, Alter? Was ist denn mit euch? Ich schwöre, die wissen alles. Alles über mein Leben und über dein Leben auch. War ich sauer? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ist doch so lange her. Das ist ihr doch besser als ich. Was ist denn mit euch, Alter? Guckt mal Gesichtsausdruck an. Hat sich für euch etwas verändert, seit ihr die Beziehung veröffentlicht habt? Nee, was haben wir denn noch nie die Beziehung? Wir haben ja nie ein Video gemacht. Das ist meine Freundin. Doch, als wir das Video gemacht haben, dieses Wieso haben wir unsere Beziehung verschwiegen oder verheimlicht oder was vielleicht verheimlicht, keine Ahnung, wie das hieß, weiß ich schon nicht mehr. Wisst ihr besser als ich. Als das veröffentlicht wurde, da waren wir ja schon mega öffentlich in der Beziehung. Also es ist ja einfach so passiert. Also wir haben ja einfach unsere Beziehung einfach mitgenommen ins Internet und das einfach so einfließen lassen. Wir haben das Internet mit in unsere Beziehung genommen. Ja, die Leute wussten das ja alle, die ganze Zeit. Das war ja schon so low-key bekannt, das hat sich nicht großartig was. Middle-key. Wart ihr schon mal von eurem Sex enttäuscht? Also, nee, also wüsste ich jetzt nicht, dass ich das sehe. Oh, also, Mann, jetzt war aber ja. Oh nee, glaube ich auch nicht. Selbst wenn es nicht so gut wäre, wäre ich trotzdem nicht enttäuscht, weil das gehört ja dazu. Das ist ja einfach so. Manchmal ist es einfach so. Nee, manchmal ist es einfach geil. Ja, manchmal ist es einfach geil und manchmal ist es einfach auch nicht so geil, aber dann ist es auch okay. Es ist immer geil, möchte ich damit sagen. Es ist immer geil. Leute, tolle Conclusion. Toller Videotitel. Podcast, Leute. Ich sag einfach nur irgendwelche Wörter. Das war's von diesem wunderschönen Ask Jovi. Schreibt doch in die Kommentare, ob wir Drillinge bekommen sollen. Boah, aber Erwachsene, nee. Also so Erwachsene, die sind schon 18. Adoptieren. Da haben wir gar nichts von. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was Nettes bei Jovi in die Kommentare. Das ist nicht mein Video. Du kannst einfach machen, einfach. Ich lieb's, wenn Leute meine Arbeit machen. Ich hab nochmal kurz drüber geschlafen. Mach du das aber immer. Ich mach gar nichts. Shawty can lose you. Shawty can lose you. Shawty can lose you. Shawty can lose you. Oh my God. 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 Shawty can lose you.